Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga International. Die Champions League steht vor der Tür und die Premier League und die La Liga stehen hinter der Tür. Wir sprechen über beides. Jetzt. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Das ist korrekt, herzlich willkommen, Bundesliga International. Ich freue mich sehr, Jungs. Was ist los? Ach, die Zuschauer begrüßen, ne? Ja, einmal ins Rund, einmal allen zeigen, hey, du bist appreciated, schön, dass ihr da seid. Freue mich sehr, ihr seid alle gekommen, ihr habt alle bezahlt, um uns zu sehen. Zu Recht. Hi. Hey. So, wir wollen ein bisschen über Fusion in Champions League, habe ich gerade angekündigt, steht vor der Tür in dieser Woche. Einige interessante Begegnungen. Die Bayern spielen in London gegen Tottenham. Und die Leverkusener spielen in Turin gegen Juventus. Das nur zwei der zahlreichen interessanten Begegnungen mit deutscher Beteiligung. Aber alle. Daneben gibt es natürlich auch noch Ligen, die wir abdecken wollen. Zum Beispiel das Derby Madrileño. Hab ich dich jetzt beleidigt? Also das war das korrekt? Ja, das war korrekt. Das war korrekt. Das war korrekt. Das war korrekt. Das war Reich Ranitzkis spanischer Cousin. Das war Reich Ranitzkis spanischer Cousin. Ja, das madrilenische Derby. Gibt es dafür einen Namen? Sowas wie Klassiker? Sag ich doch, so? Derby Madrileno. Achso, das, ja gut, aber das ist einfach nur das Madrid. Gibt es da nicht irgendwie La Culicuso oder sowas? Ja, das sagt man auch, aber das sagt man seit den 80ern eigentlich nicht mehr. Okay. Ja, das ist ersetzt worden. Ja, das war. Es ist nicht klar geworden, es heißt ja wirklich Derby Madrileno. Ja, ich weiß. Ich glaube, die Zuschauer haben es eher dreimal gesagt. Gehalten. Ja, nee. Ja, aber das haben mich, kam eher die Zuschauer, die diese Sendung gucken, die wissen das ganz genau, die hätten das, wären da nicht dran abgeprallt. Ja, also ein 0-0, aber trotzdem ein sehr interessantes Spiel. Ich habe, was habe ich gesehen, eine Halbzeit lang habe ich, glaube ich, hinzugucken können. Nee, ein bisschen länger sogar. Habe ich geguckt und ja. Diese richtig großen Momente haben ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Es gab eine Phase, fand ich, da war Madrid für mich die bessere Mannschaft, muss ich sagen. Obwohl sie auswärts gespielt haben. Sah mehr danach aus, als wenn sie das Spiel gewinnen wollen. Und bei Atleti hatte ich das Gefühl, okay, die haben dann irgendwann auch gemerkt, okay, ein Unentschieden ist heute schon in Ordnung für uns. Mhm. So wirkt es auf mich. Und tabellarisch war es aber auch sehr interessant, weil Real ja Tabellenführer ist, auch immer noch jetzt mit 15 Punkten. Und Atleti Dritter mit 14 Punkten. Also durchaus auch dafür ein interessantes Spiel. Wie habt ihr das gesehen? Habt ihr was gesehen? Hast du irgendwas gesehen? Ich hab's nicht gesehen. Ich habe natürlich, ich gucke immer, ob Luka Jovic spielt und ja. Und er hat jetzt sogar in der Liga, glaube ich, ein Spiel über 90 Minuten gemacht, aber nicht getroffen. Hat ist bislang noch ohne Tor, aber er wird immer wieder eingewechselt, also in fast jeder Partie. Aber mehr kann ich leider nicht. Es ist ein bisschen blöd, weil die ja 4-3-3 spielen und wenn sie mal vorne im Sturm gesetzt ist und ihr das Team mittlerweile hart carried. Um mal in E-Sport-Sprache zu sagen. Im Prinzip müsste hoffen, dass Benzema sich verletzt. Das wäre wahrscheinlich das Beste für Luka Jovics Karriere. Aber solange das nicht passiert, kann man ja vielleicht mal Boateng anrufen. Ja. Okay. Der dann auf seinen alten Kumpel. Ja. Dass er mal wieder jemanden aus dem Leben treten kann, so wie damals mit Ballack. Aber wie ist denn hier zum Beispiel, würde mich mal interessieren, wie ist denn Joao Felix? Ja, also er hat angedeutet, was er drauf hat. Er wurde irgendwann ausgewechselt, weil er auch nicht mehr so der Faktor war. Er hatte eine richtig große Chance, als er relativ allein aufs Tor gelaufen ist, aber wurde dann, also war ein bisschen seitlich abgedrängt und hat den Ball dann nicht richtig getroffen. Also schien meinen, das hätte das 1-0 sein können, wenn er ihn besser getroffen hätte. Dann wäre er vielleicht jetzt der Derby-Gewinner gewesen. Der Typ ist 19 oder was, ne? Ja. Und ein Kai Havertz ist, glaube ich, auch 19, ne? Und 20 ist er. 20 sogar, ist schon ein bisschen älter. Also der Junge ist unfassbar talentiert auf jeden Fall und wird seinen Weg machen, aber ich finde, also, ich muss einen 19-Jährigen auch nicht. Der muss noch reinfinden in diesen Fußball von Simeone. Das auf jeden Fall. Ich finde aber, bei ihm denkt man auch immer so, der ist 19, aber der sieht halt aus wie 14. Also dem kommt manchmal ein bisschen zugute, dass der wesentlich jünger aussieht, als er eigentlich ist, weil. Mal googeln. Der sieht wirklich knabenhaft aus. Die Bildzeitung recherchiert auch schon. Ja, gute Anspielung. Ja, weil man denkt so, naja, der ist, wir haben hier quasi ein 14-jähriges Talent gekauft, aber naja, der ist halt 19 und ich will keinen Druck aufbauen, ihr habt ja auch recht, mit 19 muss man noch nicht irgendwie abliefern, aber es gibt halt auch Spieler, die mit 19 schon abliefern. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Mbappé oder so denken. Und da ist dann immer die Frage, ist das, ja gut, der Typ hat 130 Millionen oder so gekostet, ne? Also 120 Millionen, ja, aber ich weiß, was du meinst, aber du bezahlst ja nicht nur den Status quo, sondern auch das Entwicklungspotenzial. Und ich finde halt, der ist 19, der ist jetzt in einer anderen Liga und er muss sich vor allen Dingen, was du gerade auch
angedeutet hast, an den Simeone-Fußball gewöhnt. Es gab viele Leute, die gesagt haben, er soll mal lieber zu einem anderen Verein gehen, der ihm spielerisch eher liegt. Mhm. Du, ich will dem auch nicht seine Klasse abreden. Ich sag nur, ich könnte mir vorstellen, dass man da, wenn du als Verein 130 Millionen, 120 Millionen für einen Spieler ausgibst, dann hast du natürlich eine Erwartungshaltung, automatisch. Und die Erwartungshaltung ist nicht unbedingt, hoffentlich hilft er uns in 3 Jahren, glaube ich. Also, naja, aber also, finde ich, spielt er auch nicht. Also er spielt nicht, also überhaupt nicht. Ich finde, dieses Problem ist, dass er halt mit Griezmann der Vergleich ist. Und da natürlich einen 19-Jährigen mit Griezmann vergleichen, ist auch unfair. Ja, das ist wirklich unfair. Das. Deswegen, weil er noch nicht diese Bindung mit Diego Costa hat vorne drin und dann eher ein Faktor ist, wenn er selber in Schussposition kommt, aber noch nicht so wirklich als Vorbereiter glänzt. Ja. Es ist jetzt auch ein blödes Spiel für ihn gewesen, weil Atletico ja auch sich wieder sehr stark auf diese Kompaktheit fokussiert hat und geguckt hat, dass sie keine Räume für den Gegner machen. Mhm. Und dann bist du als Joao Felix dann, wie du es gesagt hast, deswegen haben sich ja manche gewundert, warum er zu Atletico geht, wenn Atletico in solchen Spielen halt sehr defensiv steht. Ja. War ja auch so, dass Real Madrid hatte eigentlich so gesehen relativ wenige Abschlüsse. Also sie hatten schon ihre Abschlüsse, aber das waren halt oft Fernschüsse. Hat Groß auch ein, zwei wirklich sehenswerte Fernschüsse gezeigt. Ja. Und Flanken auf Benzema, das waren halt die Mittel, weil alles andere war halt komplett zu von Atletico. Ja. Wo wir gerade entspannt sind, was ich interessant finde, ist, wenn wir mal auf die Tabelle gucken, der FC Granada als Aufsteiger, wir sind auf transfermarkt.de, die haben einen Gesamtmarktwert der Mannschaft von 33 Millionen. Also ungefähr der billigste Spieler von Real Madrid ist so viel wert wie das gesamte Team von FC Granada und die sind auf Platz 2. Also das ist echt, ob die am Ende der Saison da noch stehen, sei mal dahingestellt, aber das ist auf jeden Fall jetzt nach 7 Spieltagen schon eine krasse Story da in Spanien. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Mit 6 Gegentoren in 7 Spielen erklärt das auch ganz gut, was sie können, nämlich verteidigen und kompakt stehen und dann die richtigen Umschaltmomente kommen. Und die surfen jetzt auch so ein bisschen auf einer Welle durch die Liga. Wobei letzte Woche haben sie gegen Leganes gewonnen. 1-0, ja. Ja, und das ist der Tabellenletzter. Trotzdem haben wir auch ein ganz gutes Torverhältnis. Ich gucke gerade, plus 7. Ich gucke gerade, was für einen Kaderwert Paderborn hat. 24,7. Was hast du gesagt? Was hattest du gesagt für Granada? Wie viel der Wert ist? Ja. 33. Mhm. Ja, der teuerste Spieler von Granada, Maxim Gonallons ist 4 Millionen wert, ein 30-Jähriger. Also das ist schon echt auf jeden Fall krass. Das ist wirklich ein kleiner Verein, der momentan die spanische Liga so ein bisschen, ich will nicht sagen aufmischt, aber auf jeden Fall, ja. Finde ich irgendwie, ist ja auch schön, dass es so, wenn wir immer von den Top-Vereinen in den anderen Ligen sprechen, dass es dann da auch mal so ein bisschen schöne Storys gibt. Jetzt mal drauf wetten, dass sie Meister werden, kann man bestimmt reich mit werden. Ja. Ah, wieso nicht mal? Leicester-Geschichte. Ja, warum nicht? Soll ich mal gucken, wie kann man das denn rausfinden? Ich habe null Ahnung von Sport. Es gibt leider noch keine wirklichen Sportanbieter, also Sportwettenanbieter gibt es eigentlich, also ich habe selten Werbung dazu gesehen, aber Granada Meisterwette. Ich guck mal. Ja, ich hab mal. Was aber wenn ihr dann jetzt reich werdet, Leute, 10% an dich, weil der Tipp kam von dir. Ja. Und? Ich habe keine Ahnung, ich muss, das dauert. Mach erstmal weiter, ich sag Bescheid, wenn ich. Weil ich würde nämlich ganz gerne die Liga mal wechseln. Zurück zur Premier League. Deine Lieblingsliga. Ja, in der Tat. Es ist tatsächlich, was das angeht, meine Lieblingsliga. Und Liverpool hat 1-0 gewonnen in Sheffield, also gegen Sheffield United, hat sich ein bisschen schwer getan, der Aufsteiger. Und eigentlich muss man immer gucken, was macht Manchester City. Im Prinzip ist man jetzt schon im direkten Meisterschaftskampf, aber jeder Punkt, den man liegen lässt, kann am Ende entscheidend sein. Das hat man im letzten Jahr gelernt. 520er-Quote. Das heißt, also 1 Euro sind 520 wert. Wenn du 100 Euro, das kann kein Mensch im Kopf ausrechnen, 100 mal einfach 2 Null dranhängen, sind 52.000. Für 100 Euro kämst du auf 52.000. Die Wahrscheinlichkeit halt hoch, dass du 100 Euro verlierst. Ja. Da bin ich jetzt viel zu geizig für. Deswegen natürlich ist die Wahrscheinlichkeit gering, aber hast du schon mal Lotto gespielt? Nein. Okay, das wundert mich jetzt nicht, dass du wahrscheinlich auch nicht, zwei rationalen Typen, nicht Lotto spielt. Ich habe neulich 17 Euro beim Lotto gewonnen. Gut. Und? Ja, und der Schein hat 5 Euro gekostet, das ist 12 Euro Reingewinn. Mhm. Ja. Das ist genau das eingetreten, was alle Leute sagen. Sobald man Geld hat, wird man geizig. Du hast mir nichts geschenkt. Von dem Geld. Von dem Geld. So. Also, was ich sagen wollte, genau, Manchester City und Liverpool schon so ein bisschen im Gleichschritt vorne, auch wenn Manchester City 5 Punkte hinterherhinkt. Man hat immer das Gefühl, dass dieser Meisterschaftskampf ist ab Spieltag 1 im Prinzip, hat er seine Fortsetzung genommen von letzter Saison. Alle anderen sind ein bisschen abgeschlagen, auch wenn Leicester jetzt
momentan 2 Punkte nur hinter City ist, aber danach kommt West Ham, Tottenham schwächelt schon, hat 11 Punkte, also schon 10 Punkte Rückstand auf Liverpool nach 7 Spieltagen als Fünfter. Bitte schön, Tobias. Sheffield United, wo du es gerade erwähnst. Ja. Ich habe auch Ausschnitte gesehen gegen Liverpool und die sind ja bekannt in Taktikerkreisen, weil die ein bisschen was Wahnsinniges machen. Das kann ich bestätigen. Weil die spielen mit einer Fünferkette und die Halbverteidiger hinterlaufen auf den Flügeln. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das gut darstellen kann. Also wenn du hier die Fünferkette hast, dann ist es ja normalerweise so, dass die Außenverteidiger gehen einfach nach vorne, blablabla. Mhm. Aber hier ist es so, dass dann die Innenverteidiger hier so wusch, außen vorbeiziehen und auf die Flügel rausgehen. Und das ist, hat jetzt, lustigerweise haben sie das, diesen mutigen Move auch gegen Liverpool gemacht und Liverpool war da so wirklich ein bisschen überrascht. Aber was bringt das genau? Du rechnest halt nicht damit, dass die Halbverteidiger rausgehen. Also du rechnest ja, du gehst ja davon aus, dass die Außenverteidiger folgen. Ja, die haben noch einen weiteren Weg nach außen. Ja, einerseits ja, andererseits kommen sie dann auch aus dem Nichts heraus. Hm. Und du kriegst dadurch sehr viel Dynamik, weil natürlich die Außenverteidiger wieder nach innen ziehen können. Und dann hast du, wenn du es richtig anwendest, 2 Spieler, die letzte Reihe penetrieren können. Dann gehst du quasi, der Außenverteidiger zieht ein bisschen nach innen, zieht den Gegner damit auch noch in, dann kommt plötzlich der Innenverteidiger aus dem Nichts, besetzt den Flügelraum, du kriegst die Flanke hin. Das muss man noch verstehen. Ja, ich finde das faszinierend. Würdest du sagen, mal allgemein gefragt, dass man noch neue Taktikkniffe erfinden kann? Also, dass man irgendwie so sagen kann, irgendwie. Ja, das ja zum Beispiel ist ja. Also, ich glaube nicht, was dann irgendwie in 10 Jahren alle spielen oder so, so wie jetzt Dreier, wobei es ja auch nicht neu ist. Ja, so, ich meine, genau, das Große gibt es, glaube ich, nicht mehr. Es wird jetzt nicht irgendjemand die 4,5er-Kette erfinden oder sowas. Aber so diese kleinen Dinge in diesen kleinen Momenten, da gibt es schon viele Details. Zum Beispiel VfB Stuttgart macht sehr viel neuen Kram. Wir macht. Sheffield ist halt auch so ein Element. Also damit habe ich jetzt nicht recht, dass du den VfB Stuttgart als Innovation nennst. Ja, weil die halt unter dem Trainer Tim Walter, das ist ein relativ innovatives System, aber ich ja, ist jetzt nicht international. Aber es gibt halt diese Details, wo du noch merkst, okay, da passiert was Neues, da passiert was Aufregendes. Und das wird halt bestimmt auch irgendein großer Trainer irgendwann mal übernehmen, sei es nur für ein Spiel, um irgendwie in der Champions League zu überraschen. Tja. Überraschen könnten sie Liverpool am Ende des Tages nicht wirklich, denn 1-0 gegen das Spiel verloren. Aber Liverpool ist schon wieder an einem Punkt, wo die sehr effizient manchmal ihre Siege einfahren. Das war teilweise in der letzten Saison gerade zum Ende hin auch so. Das heißt, da lauert natürlich auch schon mal wieder ein Punktverlust. Aber momentan 7 Spiele, 21 Punkte, perfekter Auftakt. Und City musste nach Everton. Hat sich da auch trotz Überlegenheit, klar, aber schwer getan, stand 1-1 zur Pause, meine ich noch. Und dann haben sie doch noch 3-1 gewonnen, aber zeitweise hat man auch gedacht, so, mal gucken. Mhm. Genau, und dann haben wir am Montagabend noch Manchester United gegen Arsenal gehabt. Das war ein Spiel. Das war ein Spiel, da können wir nicht drüber reden, weil wir sind noch zu sehr traumatisiert. Ja. Das war, oh Mann. Mensch, das war aber ein richtig geiler Kick. Und diese Aktion, nicht? Wahnsinn, von dem einen da, ja. Komme ich nicht drauf klar, ganz ehrlich. So, dann, wenn wir schon über die Top-Vereine hier reden, dann können wir auch über den Tummelplatz der Top-Vereine schlechthin sprechen, nämlich die Champions. Dort, habe ich ja gerade schon eingangs gesagt, stehen interessante Paarungen an. Hat denn zum Beispiel Leverkusen eine Chance in Turin? Was meint ihr? Naja, also eigentlich nicht. Gut. Muss man an der Stelle sagen, Leverkusen international immer schon so ein Wackelkandidat und Juve sehe ich einfach schon noch mal echt eine Klasse über Leverkusen, aber natürlich kann natürlich an jedem Tag alles Mögliche passieren, aber ich bin jetzt nicht so überzeugt von der aktuellen Form von Leverkusen. Wie seht ihr das? Es ist, die spielen jetzt halt gegen Juve, die in der italienischen Liga, ich glaube, alle Spiele außer 1 gewonnen haben, aber auf jeden Fall sehr weit vorne dastehen und gegen eine supergeile Defensive, also es ist ja Juve bekannt für, dass sie sehr gut verteidigen können, die natürlich ein neues System unter dem neuen Trainer eintrainieren, alle aber Spiele gewonnen. Trotzdem haben alle Spiele gewonnen. Haben alle Spiele gewonnen. Die trotzdem immer noch dieses Spiel nach hinten perfektioniert haben und auch immer noch dieses Konterspiel perfektioniert haben. Nee, es tut mir leid, Juve, sorry. Du hast, Juve. 16 Punkte in 6 Spielen. Aber das ist ja dann ein Unentschieden. Ja, ich habe es mit Inter Mailand verwechselt. Und die vorne Ronaldo drin haben, Dybala. Dann denkst du dir schon, Leverkusen, die sich gerade von 4-0 haben abschlachten lassen von Borussia Dortmund. Vor weniger Zeit, wo wir ja noch dann drüber geredet haben in Bundesliga, dass die große Probleme haben, wenn der Gegner stark ist, wenn der Gegner kontern kann.
Da kann ich mir schon vorstellen, dass die richtig unter die Räder kommen. Uiuiui. Wenn Juve da einen guten Tag erwischt und Ronaldo in den Konter reinkommt gegen Boss System. Aber kann auch sein, dass Boss dann ein bisschen anpasst und dann wirklich sagt in diesem Spiel, wir gehen nicht ganz so komplett vorne drauf. Mhm. Da bin ich mal gespannt, ob er diese Flexibilität sich dann jetzt gönnt. Oder ob er einfach Paderborn-Style sagt, ich gehe mit meinem System all in, den kostet, was es wolle. Das Interessanteste bei Juve, aus deutscher Sicht finde ich, dass ja Khedira da so eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Dass man eigentlich gedacht hat, Khedira, den hatte man, hatte ich zumindest nach der Ausbootung aus der Nationalmannschaft ein bisschen aus meinem Gedächtnis gelöscht. Ja. Er war ja auch im Transfermarkt, wurde gehandelt, dass der vielleicht zurück in die Bundesliga wechselt. Ja. Und jetzt ist der in so ein richtiger Fixpunkt im zentralen Mittelfeld. Mhm. Spielt da sehr häufig und spielt auch eine ganz gute Rolle als ausbalancierender Spieler für die in diesem Spiel starken System von Sarri. Hat aber wohl, ich glaube, auch Linksverteidiger gespielt als zuletzt. Steht zumindest hier in der Aufstellung. Linksverteidiger? Linksverteidiger? Hat. Ja. Das muss ein Fehler sein. Gegen Spall. Spall. Das kann ich mir nicht vorstellen. Steht zumindest in der Aufstellung hier. War nicht Matuidi links gespielt? Also sie haben Linksverteidiger-Problem, aber ich glaube nicht, dass Khedira da gespielt hat. Ist auch wahrscheinlich egal. Ist das Quatsch, wie es hier aufgezeigt hat, weil da ist er in der Viererkette auf der linken Seite. Ja. Da haben sie 4-3-1-2 gespielt. Meines war Matuidi, aber ich habe auch nicht viel gesehen. Aber das finde ich halt interessant, dass der so ein richtiges Comeback feiert, während Emrechan nicht mehr nominiert ist und jetzt gar nicht spielen kann gegen, gegen seine alte Mannschaft aus Leverkusen. Das ist schon bitter. Doppelt ärgert. Gibt ja auch diesen Song. Khedira, dira. Khedira, whatever will be, will be. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ja, das Studiopublikum ist on fire heute. Ja. Aber was wolltest du noch sagen? Willst du noch was sagen? Can ist doch suspendiert für die. Er ist nicht suspendiert, er ist nicht nominiert. Du darfst ja nur einen 23er-Kader oder was nominieren. Okay. Aber hier steht suspendiert. Ja, das stimmt aber nicht. Das ist nicht aber er ist auf jeden Fall nicht, nicht gemeldet oder was. Nicht gemeldet, genau. Nicht so steht denn dann Suspendierung und Khedira Linksverteidiger. Ich gucke nie wieder auf eure Scheißseiten. Ich versuche hier einigermaßen smart rüberzukommen. Fakefootballnews.de. Mann. Ist nicht schlimm. So, wir haben noch ein zweites Spiel. Lass uns auch noch mal eben kurz anschneiden, weil es eigentlich sehr interessant ist. Tottenham Hotspur, der Champions League Vizemeister gegen die Bayern. Keine Chance. Für wen? Weiß ich noch nicht. Ja, also Tottenham ist zwar Fünfter in der Liga, aber man hat das Gefühl, die sind nicht gut in die Saison gekommen. Auch jetzt gegen Piräus nur unentschieden gespielt und im Pokal raus. Im Pokal raus und 10 Punkte Rückstand schon auf Liverpool. So muss man es auch mal sehen. Die sind nicht so in Topform, ne? Ja. Da ist Bayern schon Favorit. Ja, Pochettino hat auch seine Mannschaft so ein bisschen kritisiert, hat gesagt, wir müssen wieder uns stärker über die Kompaktheit gegen den Ball definieren, wir müssen da wieder mehr arbeiten, hat der Mannschaft so auch ein bisschen Schludrigkeit vorgeworfen. Mhm. Und jetzt gegen Bayern können sie den Beweis natürlich antreten. Ich glaube nicht, dass Tottenham nach vorne stürmen wird. Die werden vielleicht früh pressen, aber die werden jetzt nicht komplett offensiv auftreten. Mhm. Ich glaube schon, dass Bayern viel Ballbesitz haben wird und dann wird die Frage sein, wie Bayern diesen Ballbesitz ausspielt. Genau. Ja, ich bin auch sehr gespannt, jetzt wie diese neu aufgestellten Bayern sich jetzt in der Champions League gegen ein Team auf nahezu Augenhöhe präsentiert. Das ist ja der erste richtige Gradmesser. Genau. Wir haben ja auch gestern schon bei Bundesliga drüber geredet, aber da scheint sich ja was zu entwickeln mit Coman, Gnabry, Coutinho und Lewandowski. Hast du natürlich schon, wenn die in Topform sind, hast du schon eine richtig geile, krasse Offensive, finde ich. Und Coutinho scheint ja auch langsam angekommen zu sein. Ja, wichtig, dass der auch Minuten sammelt, ne? Ja. Und da sich da die Automatismen bilden, ich sehe es auch so, der ist auf jeden Fall ein Zugewinn. Aber wir haben ja, wie gesagt, gestern schon drüber gesprochen. Super. Dann wünschen wir uns alle einen wunderschönen Spieltag. Champions League Spieltag. Ich dachte, er grätscht da noch rein. Da. Nö. Naja, gibt ja nicht was. Nö, wir hätten noch über die Euroleague sprechen. Ach so, ja, können wir machen. Wenn du was dazu sagen möchtest, bitteschön. Naja, alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass die Eintracht spielt in, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Gimaresch. Und ist natürlich eigentlich Favorit, würde ich jetzt mal sagen, aber auch schon unter Druck, ne? Weil wenn man jetzt verliert, wäre das nicht so gut für den Stand der Tabelle. Also wird man mal sehen. Weil die haben ja letzte Saison haben sie ja ohne ich glaube sogar sechsmal gewonnen oder so in der Gruppe. Ich weiß es gar nicht mehr. Also da war das ja so ein Durchmarsch. Frauen hat alles gewonnen letztes Jahr. Und das ist dann insofern eine neue Situation, wie das denn jetzt in der Euroleague ist, wenn man mal so ein bisschen unter Druck steht. Mhm. Da bin ich selber gespannt, wie es wird. Auf dem Papier würde ich natürlich sagen, müsste man eigentlich gewinnen.
Aber ich kann jetzt auch Guimarães nicht wirklich einschätzen. Ja, unter Druck steht auch Gladbach nach dem 0-4 gegen Wolfsburg. Spielen jetzt in der Türkei, Başakşehir. Spricht man das? Başakşehir? Weiß es nicht. Gut. Wurde ich letztes Mal zu Recht darauf hingewiesen, wo ich gesagt habe, dass das ja auch ein Hexenkessel ist. Ist gar kein Hexenkessel. Ist gar kein Hexenkessel. Ist ein Zaubererkessel. Nee, das ist ja der Erdogan-Club, der von Erdogan so unterstützt wird, wo gar nicht so viele Leute hingehen. Ja. Tatsächlich. Bin ich gespannt, ob sie das vollkriegen gegen Gladbach. Aber die müssen das Ding jetzt gewinnen. Also da ist auch Druck auf dem Kessel. Ja. Wolfsburg hat doch die beste Ausgangslage. Weißt du, gegen wen Wolfsburg spielt? Wolfsburg weiß ich natürlich, gegen wen die spielen. Das war keine Fang, es war einfach nur, weil sie gegen Saint-Étienne spielen. Und ich habe gedacht, das wäre irgendwie, weil es ein bisschen lustig ist, dass die Etienne heißen. Aber ja, das ist sehr lustig, weil die Stadt so heißt wie ich. Ja. Weil Saint-Étienne steht da schon so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand in dieser Gruppe, weil sie in Gent verloren haben. Und die werden jetzt gegen Wolfsburg vielleicht sogar das Spiel machen müssen, was Wolfsburg auch entgegenkommt, erwartungsgemäß, die ein konterstarkes Team sind. Ja, das stimmt. Es wäre ein bisschen seltsam, wenn gerade Wolfsburg die deutsche Fahne hochhält in der Europa League. Das, warum nicht? Fände ich auch seltsam. Ja. Finde ich gut. So, dann mit einer kurzen Ehrenrunde jetzt beenden wir diese Sendung. Übrigens auf dem Abstiegsplatz in Frankreich. Ja, die hat drüber nach. Geschaut in der Saison. Ja. Ne? Meine Schuld wieder. Ja. Ja. Deine Schuld. Toll. So, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Das war Bundesliga International. Wir sehen uns am Montag, 17 Uhr zur gewohnten Zeit wieder live zur Bundesliga. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Tschüss und auf Wiedersehen.